the Hillside Strangler apparently has struck again. Wir hatten nur die Leichen mit den Striemen. 1977 erschütterten die Morde des Hillside Strangler Los Angeles. Was lange keiner wusste, es gab zwei Täter. Die beiden schaukelten sich gegenseitig immer weiter hoch. Die beiden Dreckskerle taten das rein zum Spaß. Die Ermittler waren am Rande der Verzweiflung. In so einer Lage hofft man sogar auf Opfer, um endlich Spuren zu haben. Wir fanden nicht einen Fingerabdruck, von niemandem. Viel zu spät konnte die grausame Mordserie doch noch beendet werden. Ihre Verbrechen waren von einem Sadismus, wie wir ihn selten erlebt haben. The people in this neighborhood are shocked and they are frightened. This victim is number 10 in a series of mysteriously similar incidents. Investigators are no closer today to apprehending the killer than they were 6 weeks ago. Die Geschichte von Los Angeles ist nicht gerade arm an düsteren Kapiteln. Im Oktober 1977 jedoch beginnt ein wahrer Albtraum. Innerhalb der folgenden 5 Monate werden 10 junge Frauen ermordet aufgefunden. Und es gibt auffallende Ähnlichkeiten zwischen den Fällen. Die meisten Leichen wurden in den Hügeln gefunden, nahe dem Stadtzentrum. Die Frauenleichen waren nackt und alle hatten an 5 Stellen Striemen. Auf den Knöcheln, an den Handgelenken und am Hals. Der Tod ist in allen Fällen durch Erdrosseln eingetreten. Alle waren sexuell missbraucht worden. Der 31. Oktober 1977 ist ein Tag, den Frank Salerno nie vergessen wird. Wir erhielten um etwa 6 Uhr morgens einen Anruf. Eine junge Frau war in La Crescenta oberhalb von Glendale tot aufgefunden worden. Und das gehört nicht mehr zur Stadt, sondern zum Bezirk Los Angeles. Das Opfer war nackt und es hieß zuerst, Todesursache könnte eine Überdosis Drogen sein. Als die Polizei dort eintrifft, hat ein Nachbar die Leiche mit einer Plane zugedeckt. Die Ermittler heben sie hoch und sind sofort alarmiert. Sie hatte Striemen an den Fußknöcheln, an den Handgelenken und am Hals. Ihnen ist klar, diese Frau ist nicht an Drogen gestorben. Das war Mord. Das Einzige, was wir fanden, war ein Fussel auf ihrem rechten Augenlid. Nicht größer als ein Fingernagel. Allerdings könnte dieses interessante Detail genauso gut von der Plane stammen. Sie fragen beim Besitzer nach. Er benutzte sie im Hinterhof, um damit das Spielzeug seiner Kinder abzudecken. Darunter auch einige weiße Stofftiere. Die Spurensicherung entnimmt relevante Proben. Wir konnten im Hinterhof alles ausschließen. Sie findet keinen Gegenstand, von dem die Textilfaser stammen könnte. Ist es am Ende doch die erste Spur des Mörders? Wo kam dieser Fussel her? Wir wussten es nicht. Für die Identifizierung der Toten braucht die Polizei 10 lange Tage. Ihr Name Judy Miller. Eine 15-jährige Ausreißerin auf den Straßen von Hollywood. Im Diner Canis Express Limited an der Ecke Sunset Boulevard und Sweetser Avenue war Judy zuletzt lebend gesehen worden. Wenige Tage später wird von der Polizei Glendale ein weiteres Opfer gemeldet. Lisa Kestin. Sie war 12, 15 Kilometer entfernt am Rande einer Straße gefunden worden. Nackt und erdrosselt. Im Leichenschauhaus bat der Pathologe Judy und Lisa nebeneinander auf, sodass die Ermittler die Striemen an beiden Leichen direkt vergleichen können. Die Spuren waren identisch. Damit war klar, dass wir in beiden Fällen den oder dieselben Täter suchten. Die Öffentlichkeit wird jedoch erst im November aufmerksam, als in der Woche um Thanksgiving 5 weitere Opfer gefunden werden. Darunter auch die Jüngsten, die 12-jährige Sonja Johnson
und die 14-jährige Dolores Cepeda. Sie waren eng befreundet und oft gemeinsam einkaufen. An diesem speziellen Tag im Eagle Rock Plaza. Die Polizei nimmt an, dass die Mädchen von der Bushaltestelle weg entführt worden waren. Ab da spielten alle verrückt, vor allem die Medien. Sie nennen den Killer den Hillside Strangler. The Hillside Strangler apparently has struck again. One after another, their nude strangled bodies were found dumped along various Los Angeles hillsides. It's very frightening. He's sick. That's all I could say. It's just insane. Die Leichen stapelten sich und wir standen mit leeren Händen da. Das machte die Arbeit ziemlich schwer. Doch dann, an der sechsten Leiche, findet sich etwas Ungewöhnliches. An ihrem Arm waren Einstiche. Zunächst denken die Ermittler an Spuren von Heroinspritzen. Sie hatte auch Einstichstellen am Hals, was zur Fixertheorie gepasst hätte. Aber die verwarfen wir schnell, als wir herausbekamen, um wen es sich da handelte. Christina Weckler war eine 20-jährige Musterstudentin des Pasadena Art Center of Design. Bob Grogan überbringt ihrem Vater die Nachricht. So schön kann die Arbeit im Morddezernat sein. Darauf warten, dass jemand sagt, ja, das ist meine Tochter. Und der Hillside Strangler läuft immer noch frei herum. The body of the latest victim, 18-year-old Lauren Wagner, was found sprawling across a sidewalk. She was on her way home about 10 o'clock. Neighbors saw her taken from her automobile right in front of two doors down from our house. Nun hatten die Ermittler also endlich eine Zeugin. Die Nachbarin sprach von zwei Männern. Das bestätigte unsere Annahme von zwei Tätern. Einige Fundstellen wären für einen Einzelnen, der die Leiche tragen musste, kaum zugänglich gewesen. Da musste jemand geholfen haben. Da es bei diesen Frauenmorden in Los Angeles Hinweise auf mehr als eine Person gab, ging man von einem Killer-Team aus, einem Paar, das sich durch sein besonderes Verhältnis immer weiter hochschaukelt. Im Fall Lauren Wagner hatte dieses Team erstmals deutliche Spuren hinterlassen. An ihren Händen waren Brandmale, die aber nicht aussahen, als stammten sie von Zigaretten. Das arme Mädchen war ganz offensichtlich gefoltert worden. Außerdem findet sich an ihren Fingern eine klebrige Substanz. Den klebrigen Rückständen an ihren Fingern sollte später noch große Bedeutung zukommen. Denn an diesen Rückständen an der Hand klebte ein bestimmtes Material. Dies könnte Hinweise auf den Tatort liefern. Der Tatort ist, was Spuren angeht, meist weit aufschlussreicher als der Ort, wo die Leiche nach der Tat abgelegt wurde. Wir fingen am Fundort der Leichen an. Logisch, dass es da keine Spuren gab. Um die Ermittlungen zu beschleunigen, wird im Parker Center, dem Hauptquartier der Polizei von Los Angeles, eine Sonderkommission eingerichtet. Über 11.000 Hinweise gehen dort ein. Jeder musste einzeln bearbeitet werden. Und zwar noch nicht per Computer, sondern handschriftlich. Da war es sehr schwer, den Überblick zu behalten. Auch die Leichen selbst geben weitere Rätsel auf. Außer den Striemen fanden wir keinerlei Verletzungen, keine Spuren von Gewalt. Was ich daraus ableite und was auch die Ermittler damals dachten, ist, dass die Täter sich gegenüber den Opfern als Autorität ausgaben. Wir ermittelten auch tatsächlich gegen einige Polizisten. Diese Theorie versetzte die Frauen noch mehr in Panik. Sie bewaffneten sich und hielten bei Verkehrskontrollen nicht mehr an, weil sie den Polizisten für den Hillside Strangler hielten. Der Druck auf die Polizei wuchs, auch von Seiten der Medien. Der Druck kam von oben, von den Politikern, von den Polizeioberen. Tu dies, tu das. Wir müssen den Fall vom Tisch kriegen. Doch davon ist die Polizei noch meilenweit entfernt. Bislang bleibt ihre einzige Erkenntnis, dass es sich beim Hillside Strangler wohl um mindestens zwei Täter handeln muss. For the 93 policemen working full-time on the case, it's been full-time frustration. 7,000 leads tracked down, most leading nowhere.
Es kursierten so viele Phantomzeichnungen. Und dann all die Hinweise, der und der ist der Hillside Strangler. Er wohnt da und da. Mit diesen Zeichnungen kommt man nicht weit. Aber andere Spuren hat die Polizei eben kaum. In den meisten Fällen hatten wir nur die Leichen und die Striemen. Auch ein einheitliches Opferschema ist nicht auszumachen. Eine der Ermordeten war Studentin, eine andere Schauspielerin. Das allererste Opfer war Yolanda Washington, eine Prostituierte. Morde an Straßenprostituierten erregen nicht viel Aufmerksamkeit. Das ist Alltag. Sie suchen nach leichter Beute, die sich einfach überwältigen lässt. Sie wollen ja nicht dabei erwischt werden. Sie suchen eher nach einer Gelegenheit als nach einem bestimmten Opfertyp. Das neunte Opfer ist wieder eine Prostituierte. Am 13. Dezember wird Kimberly Diane Martin von dieser Telefonzelle in der Stadtbibliothek von Hollywood aus angerufen. Man bestellt sie in eine leere Wohnung an der Tamarind Avenue. Die Polizei nimmt aber an, dass sie dort noch nicht ermordet wurde. Sie taten ihr dort aber etwas an, was zu einer Schädelverletzung führte. Sie wurde wohl geschlagen. Doch beim Mord an Kimberly Martin ist einem der Killer ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Im Fall Martin gab es einen Fingerabdruck an der Telefonzelle, aus der sie angerufen hatten. Viel später wird sich herausstellen, dass bereits ein polizeilicher Fingerabdruck des Täters vorlag. Hätte man dadurch den Fall schon früher lösen können? Unglücklicherweise existierte damals noch keine nationale Datenbank. Heute gibt es das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem, in dem alle Datenbanken des Landes miteinander verbunden sind. Damit hätte man anhand des verdächtigen Fingerabdrucks sich ja schnell auf den Betreffenden schließen können. Nach dem Mord an Kimberly Martin legen die Hillside Strangler eine zweimonatige Pause ein. Doch am 17. Februar 1978 schlagen sie wieder zu. Schauplatz ist der Angeles National Forest. About 9:45 this morning, a fire department helicopter was doing a flyby of the area. They saw a vehicle over the side. They in turn notified our Crescent Valley Sheriff Station. When they looked inside the trunk, they found the body of a female. Die Ermittler kamen schnell zu dem Schluss, dass es sich um das Werk der Hillside Strangler handelte. Die 20-jährige Cindy Lee Hudspeth sollte das letzte Opfer der Mordserie bleiben. Allerdings nur in Los Angeles. Wir wussten oder ahnten zumindest, dass die Mörder irgendwo anders aktiv waren. Denn von selbst hören Serienmörder für gewöhnlich nicht auf. Nichtsdestotrotz steckt der Fall Hillside Strangler 11 Monate lang in der Sackgasse. Bis zum Januar 79. Der große Durchbruch kam mit einem Anruf aus Bellingham in Washington. Die Polizei dort zog Erkundigungen über einen gewissen Kenneth Bianchi ein. Sein Führerschein war in Los Angeles ausgestellt. Man verdächtigt den 27-jährigen Sicherheitsmann Bianchi, in Bellingham zwei Studentinnen ermordet zu haben, Karen Mandick und Diane Wilder. Laut dem Bericht der Gerichtsmedizin waren beide erdrosselt und sexuell missbraucht worden. Bianchi soll Karen Mandick in ein Haus gelockt haben, das er zu bewachen hatte. Unter dem Vorwand, sie könne in Abwesenheit der Besitzer darin wohnen. Mandick brachte ihre Freundin Diane Wilder mit. Er ging zuerst nur mit Karen Mandick ins Haus. Er drosselte sie von hinten, als sie vor ihm die Treppe hinunterging. Anschließend holte er Diane und ließ auch sie vor sich die Treppe hinuntergehen, wo er sie dann ebenfalls erdrosselte. Ihre Leichen waren erst Tage später mitten im Wald in einem Auto gefunden worden. Man holte die Leichen heraus und legte sie auf sterile Tücher. Das war unser Glück. Denn von einem der Leichen fiel ein Schamhaar auf ein Tuch. Später stellte sich heraus, dass dieses Haar von Kenneth Bianchi stammte. Damit war er erledigt.
Die objektive Beweislast war erdrückend in diesen beiden Fällen. Eine der beiden hatte ihrem Freund erzählt, wo sie hinging. Und sie hatte es auch noch auf einen Zettel geschrieben. Als die Mädchen verschwanden, war für die Polizei die Spur zu Kenneth Bianchi also schon fertig ausgelegt. Im Zuge der Ermittlungen gegen Bianchi nimmt die Polizei von Bellingham Kontakt zu den Kollegen in L.A. auf, die ihn daraufhin als möglichen Verdächtigen in Sachen Hillside Strangler überprüfen. Die Erkenntnisse sind verblüffend. Bianchi hat zwei Jahre zuvor sowohl neben Christina Wackler als auch gegenüber von Cindy Lee Hudspeth gewohnt. Wir hatten nun jemanden, der zu den Opfern in Verbindung gebracht werden konnte. Einen klaren Verdächtigen. Zu ihrer Bestürzung entdecken sie, dass Bianchi für die Sonderkommission beileibe kein Unbekannter ist. Eigentlich hätte das LAPD schon früher einem Hinweis folgen sollen. Die Mutter eines Mädchens, das mit Bianchi befreundet war, empfand eine starke Abneigung gegen ihn. Sie hatte bei ihm so ein komisches Gefühl. Sie rief also an und sagte, seht euch mal diesen Kenneth Bianchi an. Auch hatte sich Bianchi beim LAPD als freiwilliger Helfer beworben und war auf Streife mitgefahren. Dabei stellte er ständig Fragen zum Hillside Strangler. Er fragte auch nach den Tatorten. Die Ermittler fliegen umgehend nach Bellingham, um sich die Leichen der dortigen Opfer anzusehen. Sie untersuchten die Frauen sorgfältig und hatten zum Vergleich Fotos einiger Opfer aus L.A. dabei. Wir kamen schnell zu dem Schluss, dass Bianchi der Hillside Strangler war. Der Hillside Strangler? War nicht immer von zwei Tätern die Rede gewesen? Doch auch diese Frage können die Ermittler nun schnell klären. Durch die ausführliche Vernehmung von Bianchis Freundin, Kelly Boyd. Sie erzählte, was sie über ihn wusste. Und Bianchis engster Freund war sein Cousin Angelo Bono. Nun, da ihm 12 Morde angelastet werden sollen, versucht Bianchi, seine Schuldunfähigkeit vorzutäuschen. Wie hier bei der psychiatrischen Untersuchung. Was ein Serienmörder wohl am leichtesten vortäuschen kann, ist das, was man multiple bzw. dissoziative Persönlichkeitsstörung nennt. Bianchi gab vor, in einem Hypnosezustand zu sein und präsentierte eine Nebenpersönlichkeit namens Steve Walker. Das war absoluter Humbug. Hi. Hi. Are you Ken? Do I look like Ken? Bianchi spielte das natürlich nur, und zwar bis zum Erbrechen. Really did. It isn't Ken, is it? No, it's not, it's Steve. Und er zog Angelo Bono mit rein, seinen Cousin. I killed her, Angelo killed her. They mean the actor when Angelo killed her. This broad I'd never seen before. Hudspeth, you never saw them at all? No. Einen Psychopathen erkennt man immer daran, dass er als erster dem anderen in den Rücken fällt und dafür sorgt, dass der die Strafe abkriegt, damit er selber fein raus ist. In diesem Fall kann man wohl sagen, dass Bianchi der schlaue, manipulative Teil des Paares war. Aber schließlich konnten ihm Fachleute nachweisen, dass er keineswegs an einer multiplen Persönlichkeitsstörung litt. Kurz darauf bekannte er sich schuldig und wollte zu den Morden in Los Angeles aussagen. Im Herbst 1979 bekommen endlich auch die Ermittler aus L.A. Gelegenheit, Bianchi zu verhören. Und ich weiß noch, als allererstes erklärte mir dieser Idiot, Sergeant Grogan, endlich bin ich in der Position, in der ich immer sein wollte. Ich wollte immer Ermittler sein und bei der Lösung dieses Falles helfen. In dem Moment wollte ich ihn einfach nur erschießen, ihm das Hirn wegblasen. Das Verhör wird zu einer echten Nervenprobe für alle Beteiligten. Die Polizisten tun alles, um die Situation möglichst unangenehm für ihn zu machen. Er erzählte uns nicht klar und deutlich, was er und Angelo getan hatten. Now all of a sudden you're going to change your story. I'm not going to change my story. He kind of er eierte immer ein bisschen herum. He says, "Well, the thing we can do is put her in her car. But yeah, if you drive a car, you can leave fingerprints.
said, well, I can fix that. He says, I've got some rubber gloves. Aber trotzdem wurden wir durch seine Aussage immer sicherer, dass er der Mörder war. Denn einige Dinge, die er uns erzählte, konnte einzig und allein der Täter wissen. Während Bianchi im Staat Washington hinter Gittern seine Aussage machte, konzentrierte sich die Polizei in Los Angeles auf seinen Cousin Angelo Bono, der mutmaßlichen anderen Hälfte des mörderischen Paares. Wir überwachten ihn rund um die Uhr. Dieser Kerl, der wohl an 10 Morden beteiligt war, durfte auf keinen Fall noch einmal töten, während wir ermittelten. Doch Bono verhielt sich während der Beschattung unauffällig. Er war äußerst gerissen, eigentlich ziemlich dämlich, intellektuell eine Null, aber ein gerissenes Kerlchen. Grogan selbst hörte sich währenddessen in Glendale um. Dort war Bono aufgewachsen. Was man ihm dort erzählte, bestätigte die Annahme, Bianchis Cousin könnte auch sein Mordkomplize gewesen sein. Grogan sprach sogar mit der Lehrerin, die Bono in der 6. Klasse unterrichtet hatte. Wir taten, was wir konnten, um alles über Bono herauszufinden. Wir erfuhren zum Beispiel, dass Angelo Bono ungeheuer sexbesessen war. Bono, der bei seiner geschiedenen Mutter und deren Schwester aufwuchs, war offenbar schon früh von dem Wunsch beherrscht, über Frauen sexuelle Kontrolle auszuüben. Der Junge hatte nur Sex im Kopf. Ständig machte er Mädchen an. Und zwar schon sehr früh. Bono ging mit 16 von der Schule ab. Wenig später wurde er zum ersten Mal straffällig und musste wegen eines Autodiebstahls kurzzeitig in eine Besserungsanstalt für Jugendliche. Die erhoffte Wirkung zeigte dies jedoch nicht. Sein großes Idol war der berüchtigte kalifornische Serienvergewaltiger Carol Chessman, den man 1960 hingerichtet hatte. Bono übernahm sogar dessen Methode. Carol Chessman benutzte ebenfalls eine Polizeimarke, um Opfer in seine Gewalt zu bringen. Sehr wahrscheinlich kam Angelo erst durch ihn auf diese Idee. Bono war zwar keine Schönheit und hatte einen Sprachfehler, kam aber bei Frauen gut an. Er konnte gut mit jungen Mädchen. Er übte immer eine geradezu animalische sexuelle Anziehung auf Frauen aus, jung wie alt. Das haben uns viele bestätigt. Mit 35 war er nach etlichen Beziehungen und Ehen bereits Vater von 8 Kindern. Auch zu dieser Zeit schon ein gewohnheitsmäßiger sexueller Gewalttäter, macht er selbst vor der eigenen Familie nicht Halt. Er misshandelte seine langjährige Ehefrau und band sie oft fest, wenn er auf Sex aus war. Interessanterweise fesselte er auch ihre Fußknöchel. Und die Handgelenke. Diese psychischen und sexuellen Abgründe waren für Außenstehende nicht zu erkennen. Als Autopolsterer brachte er es zu Ansehen und Wohlstand. Mitte 1975 machte er sich selbstständig. Er kaufte sich sein Traumhaus in der Colorado Street in Glendale und baute eine Garage im Hinterhof zur Werkstatt um, die er Angelo's Trim Shop nannte. Er machte ein Auto für Frank Sinatra und eins für eine der Supremes. Immer war irgendein Rolls-Royce oder sonst eine Limousine da, an der er arbeitete. Aber er nutzte das Haus an der Colorado Street auch noch für etwas anderes. Um zu morden. Aus den langen Gesprächen mit Mr. Bianchi erfuhren wir auch den Tatort, Angelo Bono's Haus. Dort spielte sich alles ab. Wenn sie eine Frau von der Straße weg entführt hatten, brachten sie sie in die Werkstatt hinter dem Haus. Dort wurde sie sexuell misshandelt und am Ende ermordet. Auch die Lebensgeschichte von Kenneth Bianchi wurde durchleuchtet. Er stammte aus Rochester im Staat New York. Wir schickten unmittelbar nach Bianchis Verhaftung ein Team nach Rochester, um seinen Hintergrund zu recherchieren. Die Ermittler erfuhren, dass seine Mutter, eine junge Prostituierte, ihren Sohn nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Seine Adoptiveltern waren Angelo Buonos Tante Frances und deren Ehemann Nicholas Bianchi.
Kenneth war kein einfaches Kind. Er war ein sehr misslauniges Kind und tat sich allgemein sehr schwer. Er muss sehr gelitten haben. Mit 7 Jahren brachte ihn seine Adoptivmutter ins Krankenhaus, weil er ständig in die Hose machte. Die mangelnde Blasenkontrolle im Wachzustand könnte auch ein Ausdruck seiner inneren Wut gewesen sein. Seine Mutter zwang ihn, Windeln zu tragen, was eine weitere Erniedrigung war. In der Highschool kam Bianchi noch viel weniger zurecht. Er galt als chronischer Lügner, als jemand, der sich nicht in eine normale Umgebung einfügen konnte. Man verdächtigte Bianchi nun nachträglich sogar als den Mann hinter den mysteriösen Alphabetmorden, die sich Anfang der 70er rund um Rochester ereignet hatten. Bei den Opfern waren die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens sowie ihres Fundorts jeweils identisch. Sie sind immer noch ungeklärt und Bianchi war damals in der Gegend. Bianchi war ein Teenager, als die 3 Mädchen sexuell missbraucht und erdrosselt wurden. Wie er kamen die Opfer aus ärmlichen katholischen Familien. Im Magen der Opfer fand man wohl Rückstände von Milchshakes. Bianchi verkaufte zu der Zeit Shakes in einer Drogerie. Und mindestens ein Mädchen verschwand zwischen ihrem Zuhause und dieser Drogerie. Aber es gab keinerlei Beweise. Nach dem Highschool-Abschluss bewarb sich Bianchi bei der Polizei, aber die lehnte ihn ab. Also nahm er den Job, der dem eines Polizisten am nächsten kam. Er wurde Sicherheitsmann. Ich glaube, sein Wunsch, Sicherheitsmann oder Polizist zu sein, kam daher, dass er sich seinem Leben nicht gewachsen fühlte. Als Polizist hätte er Macht gehabt. Bei seinen Verbrechen war für ihn immer mit das Wichtigste, dass er seine Macht spürte. Als Sicherheitsmann hatte er auch reichlich Gelegenheit zum Stehlen. Obwohl er nie festgenommen wurde, musste er doch häufig die Stelle wechseln. Das war alles nichts. Und so rief seine Adoptivmutter Angelo Bono in L.A. an. Kann mein Sohn bei dir bleiben? Im Januar 1976 zog Kenneth Bianchi bei seinem Cousin Angelo in der Colorado Street ein. Sie kamen nicht gut miteinander aus. Ständig gab es Streit. Aber wenn Mädchen im Haus übernachteten, war Kenny mit dabei. Ken fand einen Job in Downtown L.A. bei einer Immobilienfirma. Im Juli 1976 zog er bei Angelo wieder aus. Seine neue Wohnung lag nicht weit entfernt an der Garfield Avenue. An Silvester desselben Jahres lernte er Kelly Boyd kennen, die aus Bellingham, Washington stammte. Als Kelly 5 Monate später schwanger wurde, zog das Paar in die Tamarind Avenue in Hollywood. Diese beiden Wohnungen sollten bei Bianchis Verbrechen eine wichtige Rolle spielen. Denn im Sommer 77 beschlossen er und Angelo, sich einen ganz speziellen Nebenerwerb zuzulegen. Er hatte in seine Wohnung 2 Mädchen eingesperrt, die er über Monate hinweg sexuell missbrauchte und zur Prostitution zwang. Er wollte ein Zuhälter sein. Sie stellten ihre Partnerschaft auf die Probe, ob sie einander vertrauen, ungestraft das Gesetz brechen und gemeinsam erfolgreich sein konnten. Als die jungen Frauen Sabra Hannon und Rebecca Gay Spears nach einigen Monaten fliehen konnten, waren die Cousins außer sich vor Wut. Damit hatten sie eine lukrative Einnahmequelle verloren. Das steigerte ihren Hass auf Prostituierte noch. Am Abend des 17. Oktober gondeln Bono und Bianchi den Hollywood Boulevard hinunter. Sie lesen die 19-jährige schwarze Prostituierte Yolanda Washington auf. Ich bin sicher, dass Bono am Steuer saß. Bianchi stieg dann aus und gab eine äußerst überzeugende Vorstellung als Undercover-Polizist. Er zeigte ihr seine Marke und verhaftete sie. Dann legte er ihr Handschellen an und verfrachtete sie ins Auto. Sie fahren auf dem Hollywood Freeway Richtung Norden. Bianchi tötete sie auf dem Rücksitz. Der erste Mord war wohl noch sehr improvisiert. Aber dieser erste Mord gibt die Richtung vor. Wenn sie damit davonkommen und sich dabei ein Gefühl der Macht, der Erregung oder besonderer Stärke einstellt, dann kann man davon ausgehen, dass sie es immer wieder tun werden.
Die für sie typische Methode entwickelten sie erst beim zweiten Opfer, der Ausreißerin Judy Miller. Mit der Zeit planen sie mehr. Sie besprechen vorher, was sie tun wollen. Sie bringen die 15-jährige Judy von der Straße weg zu Bonos Haus, wo sie ihre Arme und Beine fesseln. Dann verbinden sie ihr die Augen und setzen sie in einen Polstersessel, während sie das weitere Vorgehen bereden. Wer zuerst rankommt, wie Bianchi sagte, ob sie eine Münze werfen sollten. In Bonos Gästezimmer vergewaltigen und erdrosseln sie Judy Miller. So oder ähnlich gehen sie auch bei den anderen Opfern vor. Die Striemen am Hals kamen von Seilen, aber auch von Schnüren, wenn sie ihnen Plastiktüten um den Kopf banden, um Erstickungsanfälle zu provozieren. Why'd you untie her legs? I bet you wanted to have them tied down. He said, no, it wasn't any fun that way. Die beiden Dreckskerle taten das rein zum Spaß. Ich denke, Bono war für den Großteil des Sex und Bianchi für den Großteil, wenn nicht sogar überhaupt, für das Würgen zuständig. Und ich denke, dass beides gleichzeitig stattfand. Dass sie beide etwas davon hatten und sich in ihren Bedürfnissen ergänzten. Ihr drittes Opfer, Lisa Kerstin, war weder eine Prostituierte noch eine Ausreißerin, sondern eine Kellnerin in einem vegetarischen Restaurant. Hier zeigte sich, wie selbstsicher die Cousins bereits geworden waren. Sie verhafteten Kerstin nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt. Ihre Leiche wurde am 6. November nahe dem Chevy Chase Country Club in Glendale gefunden. Bianchi zufolge reichte manchmal schon ein Hey, wie wär's? Und dann stiegen sie ins Auto und fuhren los. So makaber es klingt, aber der sex- und gewaltfixierte Angelo Bono und der auf Machtausübung versessene Kenneth Bianchi ergänzten sich als Team in Sachen Serienmord perfekt. Die Morde werden dann häufiger und immer brutaler und riskanter, bis der Serientäter stirbt, aus irgendwelchen Gründen aufhört oder gefasst wird. Die beiden Schülerinnen Dolores Cepeda und Sonia Johnson waren bereits eine Woche lang vermisst gemeldet. Dann, am 20. November, fand man ihre Leichen im Elysian Park. Wahrscheinlich hielten die beiden sie 3 bis 4 Tage in Bonos Haus fest, wenn man nach der Zeit zwischen ihrem Verschwinden und dem Auffinden ihrer Leichen geht. Ich bin mir sicher, dass Mr. Bianchi und Mr. Bono sie mit ihren grausamen Spielen durch die Hölle gehen ließen. Beim Verhör 2 Jahre danach hält sich Bianchi sehr bedeckt, was diese Morde angeht. Das war ein Thema, über das er sich ausschwieg. Der Tod dieser 2 sehr jungen Mädchen verursachte ihm sichtlich großes Unbehagen. Damit waren es bereits 5 Opfer. So viele Morde in so kurzer Zeit weisen darauf hin, dass die Täter die Sache eher als eine Art Spiel betrachten. Und dann fangen sie gewöhnlich auch an zu experimentieren. Christina Weckler starb auf besonders grausame Weise. Bianchi und Bono versuchten zuerst, sie zu töten, indem sie ihr Putzmittel in den Arm und in den Hals spritzten. Als das nicht funktionierte, erstickten sie die junge Frau mit Gas. Mörderteams entwickeln oft ein bestimmtes Zusammenspiel. Das Töten ist ihre gemeinsame Aktivität. Am 19. November hatten die Cousins Christina Weckler vor ihrem Haus abgepasst und behauptet, jemand hätte an ihrem Auto einen Schaden verursacht. Im Unterschied zu den anderen Opfern kannte sie Kenneth Bianchi bereits. In der Garfield Avenue war er ihr Nachbar gewesen. Sie hatte ihn schon einmal getroffen und sogar seinen Namen in einem Buch vermerkt, das sie über ihre Verabredungen führte. Sie hielt ihn für einen Angeber. Er war kein vorsichtiger Serienmörder. Die meisten wählen nur völlig Fremde aus. Das 7. Opfer, die 28-jährige Jane King, war hingegen eine solche Fremde. Jane war angehende Schauspielerin, ein sehr hübsches Mädchen. Eines Abends im November 77 verlässt Jane King das Scientology Celebrity Center, wo sie Schauspielunterricht nimmt. We spotted her at the bus stop. And Angel said, you see what I see?
Bianchi und Bono nähern sich ihr auf die bewährte Weise und nötigen sie, in ihren Wagen zu steigen. Bei Bono zu Hause vergewaltigen sie die junge Frau und erdrosseln sie dann. Alle Morde trugen dieselbe Handschrift. Dennoch war die Polizei ratlos. In so einer Lage hofft man tatsächlich auf noch ein Opfer, um endlich Spuren zu haben. Ohne dass man es will, sagt man, vielleicht bringt uns der nächste Fall mehr. Beim Fall Lauren Wagner war es so. Die Ermittler erfuhren später, dass Bono und Bianchi an den Händen der jungen Frau Elektrokabel befestigt hatten, um sie mit Stromstößen zu töten. Am Klebstoff des Bandes, das die beiden dabei benutzten, blieben die Textilfasern hängen, die man später an der Leiche fand. Nun, da Bianchi auszupacken bereit ist, erwarten die Ermittler natürlich auch Aufklärung über dieses Detail. Doch seine Aussage ist alles andere als erschöpfend. Von Bianchi erfuhr man nie Einzelheiten im Sinne von, erst kam das, dann das und dann das. Er erzählte einem nie genau, wer wem was angetan hatte. Der neunte Mord wiederum ergab eine weitere Verbindung zwischen Bianchi und einem Opfer. Sein Wohnort am Tamarind Place passte zum Fall Martins. Kimberly Diane Martin war die Prostituierte, die Bianchi und Bono per Telefonanruf in die leere Wohnung am Tamarind Place gelockt hatten. Diese befand sich in demselben Gebäude, in dem Bianchi zusammen mit seiner Freundin Kelly wohnte. Und dann waren ja dann noch die Fingerabdrücke in der Telefonzelle, von der aus Martin in das Haus bestellt worden war. Das war sein Abdruck. Wir prüften das gleich nach unserer Rückkehr aus Bellingham. Und auch im letzten Fall in L.A. bestand eine Verbindung zwischen Bianchi und dem Opfer Cindy Hudspeth, deren Leiche in ihrem Wagen an einer Klippe gefunden worden war. Ihre Wohnung lag an der Garfield Avenue, wo auch Bianchi zuvor gelebt hatte. Es gibt zwar keinen Hinweis auf eine Bekanntschaft, aber er hatte gegenüber gewohnt. Hudspeth kam am 16. Februar 1978 in Bonos Werkstatt, um neue Fußbodenmatten für ihr Auto zu kaufen. Plötzlich tauchte Bianchi auf. Bono hat also diese hübsche Rothaarige bei sich im Laden. Und während er mit ihr noch redet, ist zwischen ihm und Bianchi schon klar, die machen wir kalt. Und sie vergewaltigten und töteten sie. Dass die Mordserie der Hillside Strangler nach dem 10. Mord endete, lag an Angelo Bono. Ihm wurde die Sache unheimlich. Kenny hatte sich überhaupt nicht mehr im Griff. Am Tag des letzten Mordes versuchten sie es gleich bei noch einer Frau, was aber schief ging. Es kam zur Trennung. Bono sagte, lass mich in Ruhe oder ich bring dich um. Inzwischen hatte Kenneth Bianchis Freundin, Kelly Boyd, einen Sohn geboren und war mit ihm zu ihrer Familie nach Bellingham gezogen. Nach einer Weile entschloss sich Bianchi, ihr zu folgen. Er hatte immer noch den Drang zum Töten, aber allein traute er sich nicht, die Sache durchzuziehen. Bono war viel cleverer und umsichtiger als Bianchi. Man sieht ja, in Washington begeht Bianchi seinen ersten Doppelmord allein und wird sofort geschnappt. Bianchi war eindeutig ein Killertyp, auch wenn er ohne Bono vielleicht nicht so weit gekommen wäre. Bono ohne Bianchi hätte wohl eher nicht getötet. Im Oktober 1979 kommt es zu einem sogenannten Plea Bargain. Der Staatsanwalt wird nicht die Todesstrafe beantragen. Dafür gesteht Bianchi den Doppelmord in Bellingham und 5 der 10 Morde in Los Angeles. Wir sahen die Reue des Ken Bianchi. Oh, wie er weinte. Your Honor. I can't find the words to express the sorrow I feel for what I've done. In no way can I take away the pain that I've given to others. Aber sobald er aus dem Gerichtssaal war, lachte er und machte Witze. Seine Reue war nur Bluff. Psychopathen sind sehr gut darin, die jeweils passenden Gefühle vorzuspielen. Im Rahmen seiner Absprache mit dem Staatsanwalt musste sich Bianchi auch bereit erklären, gegen seinen Cousin Angelo Bono auszusagen.
Noch im selben Monat, im Oktober 79, erfolgte der Zugriff auf Bono. Wir holten ihn erstmal für einige Aussagen. Bob Grogan und ein Kollege suchen also seine Werkstatt auf. Bei Angelo Bono war es Hass auf den ersten Blick. Ich wollte den Dreckskerl umbringen, hier und jetzt. Solche Gefühle rief er in mir hervor. Die Ermittler zeigen ihm Bilder der Opfer. Und seine Antwort war immer nur, ja, hab ihr Bild in der Zeitung gesehen, die da auch. Es reizte mich ziemlich, dass dieser widerliche Kotzbrocken sich die Bilder ansehen konnte, als wären da Baseballspieler drauf. Da kam gar keine Reaktion. Wir servierten ihm den Durchsuchungsbefehl für Haus und Werkstatt. Beides war in tadelloser Ordnung. Es war dort so sauber, dass wir überhaupt keine Fingerabdrücke fanden. Keinen einzigen. Weder von Angelo Bono selbst, noch von sonst jemandem. Was äußerst ungewöhnlich ist. Wir arbeiten heute mit tragbaren Hilfsmitteln, Lasern oder anderen starken Lichtquellen, wenn wir ein Haus absuchen. Dieses Licht kann man auf Wände, Böden, auf einzelne Gegenstände wie Gläser oder Möbelstücke richten und so Abdrücke zum Vorschein bringen, die man mit bloßem Auge gar nicht sieht. Wenn auch die Spurensicherung auf keinerlei Fingerabdrücke stößt, so findet sie doch einiges andere Material, das Bono bezüglich der Hillside-Strangler-Morde belastet. Nun werden die Textilfasern extrem wichtig. Die Opfer saßen immer im Wohnzimmersessel. Wir holten eine Menge Fasern aus dem Inneren des Sessels, da, wo normalerweise Münzen hineinrutschen. Diese Fasern passten zu denen, die wir an der Handfläche von Lauren Wagner gefunden hatten. Der Fussel auf dem Augenlid von Judy Miller war aus demselben Material wie die Polsterfüllung aus Bonos Werkstatt. Wir fanden heraus, dass sie einen Streifen davon als Augenbinde benutzt hatten. Am 19. Oktober nimmt die Polizei Angelo Bono fest. Die Anklage lautet auf 10-fachen vorsätzlichen Mord. Ich erinnere mich nicht, dass er irgendetwas Relevantes gesagt hätte. Wir brachten ihn ins Bezirksgefängnis, nahmen seine Personalien auf, ich heiße so und so, aber ansonsten nichts. Kein Gefühl. Null. Sein Prozess beginnt am 16. November 81 und dauert 2 Jahre und 2 Tage. Einer der längsten Mordprozesse in der amerikanischen Rechtsgeschichte. Das war wie 10 verschiedene Mordprozesse, einer nach dem anderen. Zudem wurde Kenneth Bianchi vor Gericht so intensiv vernommen, wie wohl kein anderer Zeuge in der Geschichte der amerikanischen Rechtsprechung. Tatsächlich hatte Bianchi bei der Befragung durch Staatsanwalt Nash immer noch einige Überraschungen parat. Ich fragte, haben Sie die Morde begangen? Und seine erste Antwort war natürlich, das weiß ich nicht. Es wurde immer schlimmer. Mal sagte er, weiß ich nicht, mal ein bisschen dämmerts. Aber oft zog er auch mit und sagte, ja, so und so haben wir es gemacht. 6 Monate dauert Bianchis Aussage. In dieser Zeit gibt es kaum einen Blickkontakt zwischen ihm und Bono, der meist nur teilnahmslos in die Luft starrt. Angelo Bono machte wirklich einen völlig gefühllosen Eindruck. Einige Gerichtsreporter schrieben, er wirke fast schon wie ein Reptil. Bono hält bis zum Prozessende seine Unschuldsbehauptung aufrecht. Unsere Strategie war, er war es nicht. Bianchi war der Killer und belastete, um sein Leben zu retten, seinen Cousin. Doch die Geschworenen spielten da nicht mit. Er wurde in 9 von 10 Fällen schuldig gesprochen. Nur im Fall Yolanda Washington befand man ihn für unschuldig. Wir hatten starke Argumente dafür, dass er, wenn er in einem Fall schuldig war, in allen Fällen schuldig sein musste. Bis auf Yolanda Washington, wo das Vorgehen anders war. Dennoch entschieden die Geschworenen, Bono nicht zum Tode zu verurteilen. A Los Angeles jury today recommended life in prison without possibility of parole for Hillside Strangler Angelo Bono.
Die Jury hielt wohl beide in gleichem Maße für schuldig. Wenn der eine lebenslänglich bekam, sollte der andere es auch kriegen. Am 9. Januar 1984 verliest Richter Ronald George das Urteil über die beiden. Er fügt jedoch noch einige persönliche Worte hinzu. I would not have the slightest reluctance to impose the death penalty in this case, were it within my power to do so. Es wäre nett gewesen. Ich hätte dafür meinen besten Anzug angezogen. Es wäre wohl der schönste Augenblick meines Lebens gewesen, diesen Mistkerl sterben zu sehen. Er starb dann im Gefängnis. Am 21. September 2002 starb Angelo Bono im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzleidens. Ich war zu der Zeit in Kanada und erfuhr es durch einen Anruf. Ich sagte nur, nun ist die Todesstrafe also doch noch vollzogen worden. Hat eben nur gedauert. Es ist schon kurios, er hat nie geredet, nicht mal im Gefängnis. Kenneth Bianchi wurde in den Staaten Washington und Kalifornien jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Seinem Wunsch, die Strafe in Kalifornien antreten zu dürfen, wurde nicht stattgegeben. Er hatte entgegen der Abmachung über weite Strecken nicht die Wahrheit gesagt. Ich schickte ihn also zurück nach Washington. Heute sagt er wäre unschuldig und sei von uns reingelegt worden. So ein Typ ist das. Tatsächlich leugnete Bianchi in einem Interview 2004 seine Schuld. Das waren zwei der schlimmsten Verbrecher, die ich je erlebt habe. Ihre Taten hatten nichts mit irgendeinem Affekt, verminderter Zurechnungsfähigkeit oder Krankheit zu tun. Sie waren nur auf den sexuellen Kick beim Vergewaltigen und Töten aus. Mein ganzes Mitgefühl galt immer den Eltern und denen, die es überlebt haben. Sie müssen mit dem leben, was diese Bestien ihnen angetan haben. Unglaublich.